Alter, wann ist denn die Scheiße wieder hier voll jetzt? So, dann wollen wir uns erstmal ein bisschen heilen. What? Lass mich weg hier. Oder muss ich hier im Ring bleiben? Ich bleib mal hier. Verdammt, ich weiß nicht genau, was ich hier machen muss. Alter, ein... Ohne Spaß, ein Treffer und ich bin sofort tot, ey. Oh nein, mein Pan! Ah ne, Pan ist immer noch am Sturz. Ah, sehr gut. Ja, der ist voll schnell. Alter! Ohne Spaß, ey. Ein Schlag und ich bin tot. Also ein Schlag und ich bin tot, ist ja falsch, aber... Ich halte nicht so viel aus, das ist das Problem. So. Ich werde einfach mal noch ein bisschen hier drücken, bis ich... ein bisschen drücken. Alter. Ich werde einfach mal so lange mich hier schützen, bis ich das, die Fähigkeit wieder nutzen kann. Weil, ohne Witz, ein Angriff und ich bin total verletzt, ey. Das ist doch heftig. Ey, komm, wir sind drei Leute gegen den einen. Was soll denn das? Macht hin jetzt. Ich weiß ja nicht, ob es einen Special Trick gibt. Gegen Phaedos. Alter. Es könnte natürlich sein, dass ich, wenn er hier so goldig ist, ja. Funkel, funkel. Dass ich ihn da gar nicht treffen kann. Das ist durchaus möglich. Okay, er ist am Boden und ich hoffe tot. Jawohl. Besiegt. Dorn des Hades. Bei allen Schwertangriffen besteht eine geringe Chance, den Gegner selbst dann zu verletzen, wenn er den Angriff blockt. Ich nehme dieses Schwert sehr gerne an mich. Du jämmerlicher Jammerlappen, du. Und dann gehen wir wieder zurück. Wir müssen nämlich noch mit Perseus ein Wörtchen reden. Ach, guck mal hier. Da sind sie. Jetzt könnte ich mit den allen reden. Ja, genau. Lass mal stecken. Warum stehst du hier so in der Mitte? Aber mit dir muss ich reden. Okay. Ich danke dir, Jason. Es beschämt mich, dass auch ich einst in dieser Halle Phaedon zujubelte. Es scheint, Phaedon hat auf dieser Insel viele geblendet. In der Tat. Er konnte sehr überzeugend sein. Doch deinem Argument konnte er nichts erwidern. Es war eine Ehre, dich zu hören. Wo hast du gelernt, so überzeugend zu sprechen? Ich sprach nur aus meinem Herzen heraus. Die besten Reden sind unvorbereitet. Wir Anhänger Athenes folgen einer anderen Lehre. Doch du warst zweifelsohne überzeugend. Ja, so bin Nochmals ich. Nochmals danke, Jason. Ich bin der Überzeuger. Aber jetzt wollen wir uns um Perseus kümmern. Aber sie muss ja eh als letztes machen. Ich darf ja noch nicht dahin. Und dann gehen wir jetzt auch erstmal zu Perseus. Ich weiß auch gar nicht, was wir hier machen müssen. Wenn die Auskunft stimmt, geht es hier zu Perseus. Ja, das hatte ich gehofft, Herkules. Du passt ja doch ab und zu auf. Ich bin begeistert. Mal schauen, was wir mit Perseus hier machen müssen. Achso, vielleicht sollte ich ja auch runtergehen. Muss ich gegen ihn kämpfen? Könnte sein. Athene, ich habe versagt. Ich bin deiner Gnade nicht wert. Doch nimm meine Hingabe an. Selbst wenn es 100 Leben braucht, will ich sie dir beweisen. Bleibt, wo ihr seid. Ich bin Perseus, Wächter dieses Tempels. Was ist euer Begehr? Perseus, ich bin Jason, König von Iolkos. Ich komme, um dir zu helfen. Perseus, die Kythera sind am Leben. Wir haben gerettet, wen wir konnten. Das Volk hat sein Urteil erduldet. Ich erdulde das meine.
Ich muss selbst für mein Versagen büßen. Ihr könnt mich nicht retten. Welches Urteil erduldest du? Athene hat sich von mir abgewandt. Ich muss hoffen, dass meine Hingabe sie dazu bewegt, mir wieder gewogen zu sein. Ich hätte niemals den Tempel verlassen sollen, als Phaidon sein Verderben säte. Ich hätte ihn aufhalten müssen. Doch dann hätte ich mich meiner Schwester entgegengestellt. Und das konnte ich nicht. Ich ließ meine Pflicht im Stich. Und nun muss ich auf ewig hierbleiben. Wo ist deine Schwester, Perseus? Sie erleidet ihre eigene Prüfung. In ihrer Eitelkeit hat sie Phaidon Tür und Tor geöffnet und Athene so enttäuscht. Doch ihre Schuld ist geringer als meine. Ich sah, was geschah und habe es nicht verhindert. Ich brauche dich, Perseus. Kannst du den Tempel verlassen? Hier habe ich meine Göttin enttäuscht. Hier muss ich Buße tun. Gemeinsam können wir das goldene Vlies in den Tempel zurückbringen. Wäre Athene dies nicht Beweis genug? Nein, ich kann meine Schwester nicht zurücklassen. Wenn du nicht gehen willst, muss ich Medusa finden. Bleib meiner Schwester fern! Perseus, wir liegen nicht im Streit, aber halt mich nicht auf! Du irrst dich. Wenn du zu meiner Schwester willst, liegen wir durchaus im Streit. Irgendwann muss deine Schwester sich verantworten. Ebenso wie Phaidon. Ebenso wie du. Das ist nicht deine Entscheidung. Vielleicht bin ich Athenes Werkzeug. Hast du daran schon gedacht? Welch Blasphemie! Du missbrauchst Athenes Namen für deine Zwecke. Auch Phaidon sprach einst wie du. Auch er kam nur, um zu helfen. Vielleicht ist dies ein Test, ob ich meine Schwester erneut einem Fremden ausliefere. Niemals wieder. Du bist ein Idiot. Genug davon. So viel. Der Speer! Du besitzt Athenes Gnade. Oh, Athene. Was habe ich getan? Wie ging das denn jetzt? Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert mit dem verkackten Speer. Du hast zu lange über vergangene Taten nachgedacht. Ich möchte das auch können. Die Frage ist, was du jetzt tun wirst. Wo ist deine Schwester, Perseus? Sie liegt hinter dem Wasserfall. Sie ist anders. Ich wollte sie schützen. Vielleicht muss ich nun den Schutz aufgeben. Der Speer der Tugend. Nur wer diesen Speer trägt, kann den Wasserfall durchschreiten. Nimm ihn. Ich glaube, du dienst Athene und beuge mich deiner Weisheit. Medusa liegt hinter dem Wasserfall. Möge das Urteil vollstreckt werden. Danke, Perseus. Speer der Tugend. Wenn dieser Speer einen Gegner tötet, erscheint eine Markierung auf dem Boden. Gegner, die diese Markierung berühren, werden vom Blitz getroffen, wie Athene Sturm. Dann werden wir diesen Speer doch gerne nehmen. Aber wie funktioniert es mit dem verkackten Werfen? Ich möchte das jetzt wissen. Wo muss ich denn hier raus? Das ist Achter. Alles gut. Mann, Herkules, steh mir doch nicht mal im Weg, du kleiner Moppel. Vorsicht, Jason. Meine Schwester ist verwandelt. Sie hört nicht mehr, wie ich auf die Bellung. Wir werden sehen. Ich will aber wissen, wie man den doofen Speer werfen kann. Das ist voll geil. Irgendwie alt. Ich muss ganz kurz in der Steuerung mal gucken. Sperrwurf. Hier steht R. Aber auf R geht gar nichts mit Speer. Nur eins bleibt. Von meinem ganzen Volk trägt Medusa am meisten Verantwortung für das Geschehene. Sie hatte Zeit und Gelegenheit, über ihre Taten nachzudenken. Du musst ihr Schicksal entscheiden. Was ich nicht verstehe, warum kommt die als Kind? Und warum haben die jetzt hier ein Ladebildschirm eingebaut dafür? Fragen über Fragen, dessen Antworten wir hoffentlich bald bekommen werden. Verdient sie den Tod für all ihre bösen Taten? Ich weiß es nicht. Phaidon, ich muss mich um das Volk kümmern. Das ist meine Pflicht.
Das sind alles Kinder, niedere Kreaturen, emporgezogen aus dem Schlamm. Sie sind nicht mit deiner Weisheit und Schönheit gesegnet. Gaben, die in dir alle anderen überstrahlen. Nur du bist das göttliche Gefäß der Athene. Durch dich geschieht ihr Wille. Du musst für das Volk entscheiden. Alle anderen? Wirklich? Und was habe ich entschieden? Überlass das mir. Ich kenne dich und alles wird geschehen, wie du selbst es anordnen würdest. Du sollst nicht von all diesen Mühen belastet werden. Gut, Phaedon. Doch was soll ich tun? Ich weiß. Du wirst Modell sitzen für eine Skulptur, sodass deine Schönheit auf ewig erhalten bleibt. Eine Skulptur? Welch wunderbare Idee! Also Medusa ist extremst... Oder ist sie Opfer eines anderen Übels und kann in dieser Welt noch Gutes tun? Naiv. Schwester, nein! Die Wächter dienen, seit der Tempel errichtet wurde. Wir brauchen sie nicht. Du darfst natürlich bleiben, Bruder. Phaedon und ich brauchen eine Leibwache. Was ist mit dem Volk? Wer sorgt für seine Sicherheit? Das sind alles Kinder. Gib ihnen Regeln und statuiere hin und wieder ein Exempel. Dann gibt es keine Probleme. Disziplin ist eine Tugend, richtig? Also geben wir ihnen Disziplin. Dieser Mann verwirrt deine Sinne. Gib Acht, wie du mit deiner Hohepriesterin sprichst, Bruder. Durch mich geschieht Athenes Wille. Der hat dir extrem viel Honig ums Maul geschmiert, der gute Phaedon. Und sie war so naiv und hat's auch noch geglaubt. Eines ist sicher. Entweder Medusa oder ihre Eitelkeit muss auf ewig zerstört werden. Die Entscheidung liegt bei dir. Nutze die Tugenden, Jason, und deine Wahl wird gerecht ausfallen. Gründliches Urteil. Die Geschichte von Medusas Verbrechen... Verdammt, den Rest konnte ich nicht mehr lesen, aber wahrscheinlich aufklären oder so. Na, dann wollen wir uns Medusa gegenüberstellen. Und sie wird uns zu Stein... Nee. Alter, okay, mit Eitelkeit hat das hier aber nichts mehr zu tun. Die Erzählungen... Du bist sehr hübsch. Auch schlank und so. Mit den Augen, nicht den Händen. Ungeziefer. Ihr seid es nicht wert, göttlichen Glanz zu schauen. Hohe Priesterin Medusa. Du musst dich rechtfertigen für deine Taten an Kythera. Athene schickt euch. Alte Hexe. Neidisch auf meine blühende Jugend. Mhm. Ja, doch. Sieht man. Deinetwegen starben Menschen. Das Vlies ist verloren. Kythera, wie eine Göttin mit vorlauten Stimmlichen verfährt. Denke an Athenes Worte. Nutze die Tugenden. Jason, die Siegel im Heiligtum hüteten einst das Vlies. Wir können ihre Macht nutzen. Mit etwas Zeit könnte ich sie erneuern. Kein Problem. Moment, ich muss erstmal den Speer hier. Aua! Hier bin ich. Alter! Du blödes Kackviech. Hier. Nimm das. Und. Ich will nochmal werfen. Nimm das. Junge! Moment! Ach verdammt, jetzt war er doch da unten. Jetzt hätte ich dem voll eins in die Fresse gehen können. Wo bin ich denn? Ach, da hinten. Hier. Auf ihn! Weg mit dir! Herkules! Auf ihn! Wie das kitzelt! Ist er auch weg? Könnte sein. Dann kümmern wir uns um die hier. Los! Jetzt funktioniert es aber mit den Sperren voll geil.
Aber hier, du kriegst in die Fresse und du kriegst nochmal in die Fresse und ich bin weg. Hilfe!